Es klingt nach Spaß. Wir haben vorher gespeichert, ja? Okay. Ich wette, ich könnte mich an diesen Typen vorbeischleichen. Mal sehen, was da im Nebenraum auf uns Na wartet. klar. Okay. Immer diese Heimlichtuerei. Können wir ihm nicht einfach die Schädel einschlagen? Nein. Psst. Verzagt nicht, meine Brüder. Auch wenn der Schutzwall gefallen ist, der Gebieter wird uns Kraft geben, die Ungläubigen zurückzuschlagen. Mit Feuer und Schwefel werden die Drachen des Gebieters kommen und sie über die Verblendeten bringen, auf das deren Fleisch verbrenne. Deus Draconum Umbra Coada Corion. Domine Posteritatis, Regnator Mundi, Me Ex Audi, preiset Umbrakor! Preiset Umbrakor! Preiset Umbrakor! Ach, Mann! Preiset Umbrakor! Okay. Laden wir nochmal. Wahrscheinlich ist es gerade ein bisschen bei den Zwergen gescheitert. Ich tippe mal so vorsichtig da drauf. Ich wette, ich könnte mich an diesen Typen vorbeischleichen. Ja. Mal sehen, was da im Nebenraum auf uns wartet. Meine Brüder. Auch wenn immer der Schutzwall gefallen ist, können wir nicht einfach die Schädel einschlagen. Uns Kraft geben, die Ungläubigen zurückzuschlagen. Ja. Mit Feuer und Schwefel. Okay. Die Drachen des Gebieters. Ich möchte es eigentlich ganz gerne so hinkriegen, dass wir da eigentlich alle vorbeigeschlichen kriegen. Ich wette, ich könnte mich an diesen Typen vorbeischleichen. Mal sehen, was da im Nebenraum auf uns wartet. Immer diese Heimlichtuerei. Können wir ihn nicht einfach die Schädel einschlagen? Stecken wir mal die Waffen weg. Folgt mir. Vielleicht hilft das ein bisschen. So, ich lasse nebenbei mal die Konsole nicht, auf. Brüder, auch wenn der Schutzwall gefallen ist, der Gebieter wird uns Kraft geben, die Ungläubigen zurückzuschlagen. Mit Feuer und Schwefel werden die Drachen des Gebieters kommen. Ja, natürlich. Und über die Verblendeten bringen, auf das deren Fleisch verbrenne. Die machen. Gut, dass die hier keinen Schaden raussensen. Aber wie kriege ich denn das hin, dass meine Leute da nicht nachrennen? Also, ein Stückchen kriegen wir die ja immer rein hier. Ich wette, ich könnte mich an diesen Typen vorbeischleichen. Mal sehen, was da im Nebenraum auf uns wartet. Meine Brüder. Auch immer wenn diese Heimlichtuerei, können wir ihm nicht einfach die Schädel einschlagen. Uns Kraft geben, die Ungläubigen zurückzuschlagen. Mit Feuer und Schwefel werden die Drachen. Aber das macht keinen Unterschied eigentlich. Furax. Schleicht sie ein bisschen schneller. Vielleicht müssen wir warten, bis die. Oder vielleicht schauen die automatisch nach, wenn die fertig gesabbelt haben. Also ich möchte die jetzt nämlich ehrlich. Ach! Grrr. Tod den schwachen Dienern der Zwölfte. Ja! Ach, ich liebe es. Ark war Amazone voraus. Meisterparade. Aufgepasst. Befreiungsschlag, mal schauen. Alle mal hergehört. Zum Angriff. Das ist jetzt gerade ein bisschen frustrierend, weil ich wollte mich eigentlich ein bisschen an denen vorbeischleichen. Und nicht unbedingt da alles pullen, was da nicht, was nicht nied- und nagelfest ist. Aber, tja.
Just Schlüssel. Okay, das heißt, wir können jetzt dann schon mal weitergehen. Ach, Mann. Das ärgert mich jetzt gerade ein wenig. Wir haben ein Tagebuch gekriegt. Da schaue ich jetzt einfach nachher nochmal nach. So. Aber wir haben jetzt immerhin Falle entschärfen. So. Erstmal alles ausräumen. Gladys, Fall für dich. Sperr doch mal auf. Gut. Pfeile. Naja, immerhin. Holz, was? Was haben wir hier drin? Ein Heller. Okay. So, Tomsch, du machst dich mal an der Falle zu schaffen. Keine Ahnung, warum ein Prospektor Fallen entschärfen soll. Aber alles klar. Ich bin froh drum, dass es kann. So, Schloss geöffnet und jetzt schauen wir einfach mal nach, was wir da drin haben. Einen Heiltrank. So, ich sehe jetzt gerade da fast gar nichts, weil es bei mir so hell ist. So. Was haben wir denn hier Feines? Ah, eine verschlossene Truhe mit Falle. So. Da sind dann wahrscheinlich ein paar Reliquien drin. Das sind die Reliquien mit den 6 Insignien. Ja. Wer es noch kennt? Sandalen. Sandalen. Hier. Wird mir wohl verkohlen. Meint ihr? Ja, ich meine, ihr wollt mich hier verkohlen. So, Adlerauge Luxnord, das kriegt mal Zortomsch hier wieder verpasst. Weil er, soweit ich weiß, so den besten. Ich versuche mein Bestes. Beste hier in Sinneschärfe und so weiter ist. Ich sehe so gut wie gar nichts gerade. Das nervt ein bisschen. Haben wir hier Besuch drinnen? Nein, haben wir nicht. Aber, oh. Natürlich. So. Wir haben eine schöne Truhe. Schloss geöffnet. Eine Mausefalle. Oh, wie toll. Das sind ja Schätze. Aber man nimmt was mit. Ein Zwerg, oh. Ein Wort. Das war gerade ein kleiner Glitch. Okay, also hier sind wir. Hier sind wir wohl durch. Ich hoffe, ich habe hier jetzt nichts übersehen. Großartig. So. Ich möchte jetzt einfach bloß das Buch holen und hier abdampfen. Wenn es recht ist. So, und jetzt geht's hier runter. Und jetzt müssen wir. Genau. Kuckuck. Kuckuck. Keiner da. Natürlich. Okay. Schaut mir hier gerade ein bisschen ruhig aus. Oh. Hallo. Sollte besser von einem Fachmann entschärft werden. Heißt das, Xortomsch ist nicht gut genug für? Doch. Xortomsch kann alles. Der ist fast so gut wie Chuck Norris und ich bin eine Vollpfeife. Ach, hei je, meine. Nee, das sind genauso noch die 20er hier. Folgt mir. So. Du kriegst mal einen Blitz. Also, das ist einer mit Bogen. Der hat auch Pfeile dabei. Ich mach das schon. Kurkum! Aufgepasst! So. Ja! Ich versuche mein Bestes. Vorgrim, Befreiungsschlag.
Für Ardo. Einfach mal reinsemmeln. Bam. Der hat gesessen gerade. Bam. Also die prügeln jetzt gerade wirklich schön nieder. So. Bam. Komm schon. Komm schon. Na, wie wär's? Hunde sterben. Meint ihr? Ja, ich meine schon. Hunde sterben ist doch lustig für die Gegner. Machen so viele von denen. Das muss doch irgendwie Spaß machen. Und dann sitzen sie in Borons Hallen oder Umbrakors Hallen oder wo auch immer. Lass das mal vor, Grimm machen. Sich. Und wo sind. Genau, und auf die. Und um die Ecke hat jetzt die Falle entdeckt. Also, er ist doch. Was? Chuck Norris. Zwerg Norris. Aber seine Sinne wurden ja magisch verstärkt. Also von dem her. Truhe verschlossen. Gehen wir mal hin. Machen Sie mal. Alles klar. Falle entschärft. Bingo. Ja. Was haben wir denn hier Feines drin? Ho! Eine leere Truhe mit Falle. Sehr schön. Ja, das... Ja, gefällt mir. Ja. Wahrscheinlich haben wir hier genau das gleiche... Ja, sagt's mal ihr. Wahrscheinlich wäre da was drin gewesen, wenn wir leise gewesen wären. Dann wäre das vermutlich gefüllt gewesen, schätze ich mal. Ich bin mir nicht sicher, aber das würde logisch klingen. Hat mal. Nee, dann erneuern wir gerade mal das Adlerauge auf ihn. Aufgepasst! So. Weil das ist echt ein saugeiler Zauber. Bam. Na, Schlingwolle, na, immerhin. So. Hä? Ach, er hat eine Falle gefunden. Wie schön. Ach, guten Tag, der Herr. Gute Nacht, der Herr. Das lief gerade sehr schön. Ein Zwerg, ein Wort. Lassen wir ihn mal in Ruhe ausheilen. Wir müssen. Hier stehen die Chancen gut, dass jemand drin ist. Falle entdeckt. Ah, gut, dass wir jetzt nicht da lang sind gleich. Hier geht's offensichtlich weiter. Ja, ich bin gut im Fallen finden. Machen wir doch mal eine Befreiung. Warten wir, bis die Idioten da sind. Na klar. Und klar, es gibt Unterstützungsfeuer. Im wahrsten Sinne. Phorax, ich nehme die Sache Solana, in die Hand. Würdest du mal bitte? Danke. Vorgrim, Befreiungsschlag. Befreie dich mal ein bisschen. Das bin ich. Gladys, meine Guteste, hättest du die Güte, da ein bisschen mal was reinzusensen? Sonst müssen wir unseren Vorgrim wieder zusammenflicken. Zum Angriff. Ich versuch mein Bestes. Bei meiner Axt. Okay, komm. Der hat ihn eingekostet. Sehr schön. Alles klar. Boah. Nicht übel. Meint ihr? Ja, ich meine schon. Jetzt hätte ich beinahe mit ihm einen Heiltrank gesoffen. Amazone voraus. Das wäre nicht so ganz im Sinn des Erfinders gewesen.
Und ich hatte recht mit den Pfeilen. Phorax. Ich glaube, das sollten wir dann lieber nochmal unseren Freund Zwergen vorgehen lassen. Aufgepasst! Weil wenn Xortom, Vorgrim dann in irgendwas reinrennt, was vielleicht ein bisschen mehr Schaden macht und dann da nochmal so ein Trüppchen angewackelt kommt, wäre das vielleicht tendenziell ungeil. So. Nur so ein bisschen, ne? Die Falle entschärft.